Stimuliermusik Niederösterreich. Halt, hab ich da jetzt rein? Ja, ich weiß nicht, da bin ich nicht ganz sicher, war Zivildiener. Aber, wirklich, aber finde das unheimlich toll. Ich stelle mich da jetzt einfach zu moderieren, da in die Mitte und nicht auf die Bühne, hat einen Grund. Erstens ist es ganz, ganz wichtig, Militärmusik Niederösterreich, es ist was Schönes, das hört man sich nur gerne an, das ist toll. Das Zweite, ja, vor dem Bacher stehen ist mir auch eine große Ehre. Lisi, servus, freue mich total, auch in Mautern nicht mehr wegzudenken. Ich sage ein herzliches Grüß Gott, nach 8 Jahren ist es wieder soweit, Stadtfest hier in Mautern. Der Karl Schöller hat es organisiert. Ich weiß jetzt nicht, wo du sitzt. Er hat gesagt, bleib blumig. Schau das nicht zu, wie es man mir hier und da ein bisschen nachsagt von meiner Hocken her. Jetzt habe ich gesagt, blumig fange ich einmal an, aber es ist da relativ heiß. Überreicht er dich, Herr Bürgermeister, gell? Super, wie der Wein schön blumig, passt schon. Ah, da haben wir jetzt. Pass auf, das muss man auch lesen. Römer Legion 15, Apoli Naris, kommt Vierer, bei der er hin zu viel Ordenträger. Schnell seid's nicht, gell? Der Feuerwehr kommt mir nicht proben. Lass euch einmal anschauen. Kurze, oh, beinfrei, na schau dir was an, was? Na, ja, ey, das ist, ja. Darunter interessiert es euch nicht. Interessiert es euch nicht, ob es wie bei den Schotten ist ohne Ruckel. Ihr müsst da oben schauen. Das war ganz wichtig, die wollte ich nicht sehen. Wir haben ja einen kräftigen Applaus, die schwitzen sich nachher. Schön, dass ihr dabei seid. Und bevor wir jetzt wirklich mit den Ansprachen anfangen, wir ziehen das relativ schnell durch, machen wir vielleicht noch ein Stückchen dazwischen, dass ihr ein bisschen lockerer bewegen könnt, gell? Das Wichtigste, meine Damen und Herren, ich muss hier ein bisschen wieder rumkommen, sonst pfeife ich da hinten. Gell? Das Wichtigste habe ich mir jetzt für den zweiten Block aufgehoben. Das Wichtigste bei einem Fest für Gäste, veranstaltet von der Stadt Mautern, so kann man das jetzt sagen, mit vielen Vereinen, ist natürlich ein Fest für Gäste. Und ein Fest für Gäste wird nur so gut wie gute Gäste auch wirklich feiern. Und in diesen Sinnen wünschen wir euch natürlich auch bei diesem breit gestreuten Kulinarium im Mautern so ein richtiges Frestfeste. Herr Bürgermeister, darf ich dich zu mir auf die Bühne bitten, unter Anführungszeichen, wir haben das Schneekastel, wo früher Parkplatz ist, ist heute eine kleine Stegreifbühne. Happy, dass es gelungen ist. Sehr, sehr happy, dass es gelungen ist. Viel Arbeit steckt dahinter, Karl und viele fleißige Hände, wir haben schon ein bisschen erwähnt, haben da heute wirklich tatkräftig zugelangt und organisiert in den letzten Tagen schon. Ist natürlich immer ein bisschen Wetterrisiko, aber die Militärmusik, die spielt das jetzt ewig, das machen sie ganz, ganz toll. Wettergott, stimmen sie gut. Was muss man sonst noch wirklich checken heute? Ja, kannst du. Das ist gut. Ascha, danke. Das ist leider so. Dann. Gut, liebe Ehren- und Festgäste, liebe Mautnerinnen und Mautner, ich möchte alle ganz herzlich. Ganz herzlich möchte ich begrüßen meinen Bürgermeisterkollegen aus Mautern in der Steiermark. Er ist nämlich nicht alleine gekommen, sondern er hat einen Autobus voll Steirer mit. Also, das sind die weitest Angereisten. Ja, das muss man schon mal erwähnen. Sie haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Sie haben mir versprochen, sie machen es wieder mit. Andreas, nächstes Jahr haben wir 40 Jahre Partnerschaft, ja, und man glaubt es nicht. Es gibt Kontakte oder Freundschaften seit dieser Zeit und die werden bis heute gepflegt. Und ich möchte mich bedanken bei all jenen, die sich da immer bemühen, um diese Kontakte auch am Leben zu erhalten. Ja. Also nächstes Jahr müssen wir uns was überlegen, wir zwar, wo wir das begehen, aber 40 Jahre gehört dann gefeiert. Gut. Der Sascha hat eingangs erwähnt, vor 8 Jahren war das letzte Stadtfest, ist korrekt, 2014. Dann haben wir eine Pause gehabt, eine Pause bedingt, auch dadurch, dass zum einen die Gewerbetreibenden, die früher das Fest eigentlich geschaukelt haben, weniger geworden sind. Jetzt sind die Vereine das Rückgrat eigentlich des Festes, ohne die könnte man das gar nicht bestreiten.
Und es hat sich dann auch, muss man auch fairerweise sagen, keiner gefunden, der seine Tante genommen hat. Und Karl, schau kurz her zu mir oder steh auf. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du das mit deinem Team in die Hand genommen hast und bewerkstelligt hast, dass wir jetzt gemeinsam wieder ein Stadtfest stemmen können. Das Stadtfest soll eigentlich dienen, nachdem wir eine Zuzugsgemeinde sind und permanent neue Gäste in Mottern begrüßen dürfen, die da ihren Wohnsitz, sprich Heimat begründen, hervorlocken, dass sie mal sehen, was gibt es in Mottern eigentlich alles. Ja? Und es war immer so, dass eigentlich dann viel draufgekommen sind, ich brauche nicht mehr fortfahren, weil da bei uns in Mottern gibt es ja einiges und ich hoffe, dass wir heute einige Jungbürger, wenn ich es so nennen darf, gewinnen können, bei einem Verein sich zu engagieren oder generell in der Gesellschaft ein bisschen zu integrieren und im öffentlichen Leben mitzutun. Das Fest wäre aber auch nicht möglich ohne Sponsoren, muss man auch sagen. Der Gemeinderat hat einstimmig 20.000 Euro beschlossen, was wir als Stadtgemeinde investieren, aber es gibt sehr viele Sponsoren und bei denen möchte ich mich alle bedanken, dass sie uns unterstützen, dass wir das heute durchführen dürfen. Das hast du schon gesagt. Also eine trockene Eröffnung hat er noch nie gesehen, es gibt dann den Bieranstich, da ist dann weit nicht mehr so trocken, möchte ich auch sagen. Bei uns gibt es sogar einen alten Spruch, das Wasser müssen wir kaufen, weil haben wir so, ja. In Mottern wird mit dem Wasser immer gespart, ja. Und auch im Regen sind wir meistens die, die was eigentlich leer ausgehen, ja, weil es regnet bei uns sehr wenig. Und deswegen hoffe ich auch, wenn es schon regnet wird, dass es heute dann auch regnet, wenn keiner mehr aktiv ist. Ich wünsche uns ein schönes Stadtfest und zwei schöne Tage. Dankeschön. Wir brauchen aber auch den in Niederösterreich brauchen wir den Frauenbauer. Das hilft einfach nichts und sie sind zwei darf ich heute begrüßen und ich fange mit dir, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, ein bekanntes Gesicht, ich sehe dich immer wieder, du bist sehr fleißig, sehr viel unterwegs. Schön, dass du Zeit genommen hast, gibt's ja mal einen kräftigen Applaus. Uli, wenn man viel unterwegs ist, sieht man viel, man hört viel, man kriegt natürlich auch viel mit. Unser Herr Bürgermeister hat gesagt, ohne Vereine geht nicht recht viel. Man braucht es einfach, man muss immer ein bisschen mehr zusammenwachsen und man muss die Jugend begeistern, dass sie zu Vereine gehen. Wie siehst du das als Landesrätin? Kunst in Vereine in Wirklichkeit auch ein bisschen eine? Geschätzte Damen und Herren, liebe Fest- und Ehrengäste, lieber Sascha, wenn ich das so sagen darf, ja, ich bin überzeugt davon, dass Vereine das Rückgrat jeder Gemeinde sind, das Rückgrat der Gesellschaft sind, das Rückgrat der Gemeinschaft sind, ganz hundertprozentig. Dort, wo Vereine sich aktiv betätigen, gibt es auch aktives Gemeindeleben und darum kann ich dir, Herr Bürgermeister, wirklich nur gratulieren dazu. Ich habe ein bisschen im Vorfeld mit dir gesprochen. Es gibt doch eine erklägliche Anzahl von Vereinen bei dir in der Gemeinde, bei euch in der Gemeinde, die aktiv das Gemeindeleben mitgestalten und wenn es dann nur gelingt, wirklich dir und dem K und dem gesamten Gemeinderat die Vereine dazu zu aktivieren und zu motivieren, dass sie dieses schon eigentlich unter Anführungszeichen eingeschlafene Stadtfest wieder aktivieren, dann kann man euch wirklich nur wirklich gratulieren dazu. Ich finde das großartig und wünsche euch von Herzen den Erfolg, den sich dieses Fest verdient, nämlich das schöne Wetter. Ich bin in der Wetter-App geschaut, also der Regen dürfte nicht wirklich kommen. Erst in der Nacht, so wie es das wünscht, Herr Bürgermeister. Ich glaube auch, dass den wie es so schön heißt, dem Tüchtigen das Glück hold sein soll und das wünsche ich euch heute, dass das so ist, dass das, was da auf die Beine gestellt wurde, tatsächlich auch ankommt. Ich finde auch die Idee, wenn es mir das nur gestattet, Neubürgerinnen und Bürger einzuladen, um in die Gemeinde hereinzukommen, eine echt großartige Idee, aber nachdem es jetzt schon 8 Jahre nicht war und Corona-bedingt so viel nicht war, werden auch die Altbürgerinnen und Bürger heute kommen. Da bin ich überzeugt davon. In diesem Sinne wünsche ich alles, alles Gute. Wirklich ganz viel Freude, ganz viel Spaß, dass die Idee, die dahinter steht, aufgeht. Und abschließend möchte ich mich wieder einmal bedanken bei der Militärmusik. Du hast gesagt, ich bin viel unterwegs. Ich darf sie immer wieder hören, die Musiker und Musikerinnen der Militärmusik. Und mit so einem Eingang in ein Fest, was wird da noch schief, wie ehrlich, eine tolle Musik, ein tolles Ambiente, engagierte Vereine, alles, alles Gute und den meinen Bürgermeister, den kosten wir dann noch. Alles Gute und Glück auf. Hallo Sascha, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, lieber Bürgermeister, Kollege, geschätzte Fest- und Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass dieses Fest heute zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder stattfindet. Ich darf Ihnen allen ganz, ganz liebe Grüße von unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überbringen und vor allem einen Dank.
einen Dank an diejenigen, die das möglich gemacht haben, dass wir heute gemeinsam feiern können. Allen voran Karl Schöller, wir kennen uns ja von der Fachhochschule Krems, und das gesamte Team und vor allem die Vereine. Wir sehen ja heute noch das Römerlager, können wir uns anschauen, Kunsthandwerk, Römerspiele und so weiter. Und die Römer haben ja auch ganz, ganz viel überliefert. Vor allem Sprichwörter, die wir alle kennen. Ich nenne zum Beispiel jetzt einmal Carpe diem, nütze den Tag, das passt heute ganz gut. Oder in vino veritas, im Wein liegt die Wahrheit, was vielleicht heute nicht so passt. Aber was ganz gut passt, ist ergo bibamus. Und zwar lasst uns feiern und trinken. Und wir haben hier jetzt im Anschluss einen Bierenstich, auf den wir uns alle schon sehr freuen. Und deshalb möchte ich es auch kurz halten, wünsche uns allen ein wunderbares Fest, ein wunderbares Wochenende im Zeichen von Mautern, im Zeichen der Römerstadt. Bedanke mich für die Einladung. Ein herzliches Dankeschön. Ich begrüße Sie in unserer Mitte, Volksanwalt Dr. Rosenkranz. Einen wunderschönen Vormittag von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich halte es nach Möglichkeit noch kürzer. Militärmusik Niederösterreich, Militärmusik in Österreich, ein Kulturgut schlechthin. Ich denke noch daran zurück, dass man sogar vorhatte, das abzuschaffen. Nein, Gott sei Dank stehen Sie alle hier und begleiten uns mit einer, unter natürlich dieser Stabführung, logischerweise besonders gut. Das ist eigentlich der Gedanke Römerstadt, römische Legion und auch jetzt Garnisonsstadt. Also da bindet sich etwas von der Geschichte her, und wenn das Römerfest Römerfest heißt, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man weiß, welche Geschichte wo und insbesondere in seiner engeren Heimat stattgefunden hat. Und das steht jetzt unter dem Motto der Römer. Und vielleicht, bevor es mit einem Bierenstich weitergeht, doch noch einen ernsten Gedanken dazu. Wir sind alle sehr, sehr froh, dass wir das österreichische Bundesheer haben. Nicht nur, wenn es um die Militärmusik geht, nicht nur, wenn es um Unterstützung bei Katastrophen in ganz Österreich geht. Nein, gerade in Zeiten wie diesen, wo eigentlich relativ nahe an uns heran ein völkerrechtswidriger Krieg stattfindet, wir brauchen unser Bundesheer auch als die bewaffnete Macht zum Schutz unserer Heimat. Und dafür sollte uns auch, wie es so schön heißt, auch nichts zu teuer sein, koste es, was es wolle. Es lebe das österreichische Bundesheer. Von wie viel zählen wir runter? Von der Tür. Na, da schlagst du dazwischen einmal, mir ist es wurscht. Weißt du, als Bürgermeister gibt es keinen Krankenschein. Ja, Publikum lassen wir machen. Von wie viel zählen wir runter? Von 10? Das packen wir. In Wurst, in was für einer Landessprache wir 10 von 10 runter? In Mautern 10, 9! Hallo, setz mal nicht böse, setz mal nicht. Es ist ja keine Messe. Ja? Es ist ja nicht, dass man nicht applaudieren und nicht sprechen dürfte. Wo ist die Euphorie, Mautern? Seid's gut drauf? Ja! So, was ist mit euch da hinten? Alle habt ihr alle nur einen Durst oder seid's gut drauf? Ja! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl! Lieber Heinz und Karl, wir gratulieren euch! Kein Schaumschläger! So, das machen wir jetzt, die ersten Biere machen wir jetzt wirklich ein bisschen für die Presse, dass alle ein wenig was zum Schaum haben. Kinder, ihr dürft sich einen Schaum dann nehmen, gell? Wie ist es wie beim Schaumhefel? Ja, wenn es kein Kind macht, hast du kannst leichter reden drüber, gell? Das ist ja. So, liebe Festgäste, nützen Sie und genießen Sie das Fest heute hier in Mautern.
für alle, die vielleicht das erste Mal mit dabei sind, geht ein bisschen gustieren, geht rein in die Höfe, die geöffnet sind. Schaut euch ein bisschen was an, lasst euch ein bisschen inspirieren, lasst euch faszinieren. Mautern ist klein, aber fein und sehr, sehr lebendig. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt schon Mahlzeit, ein schönes Stadtfest und habt noch einen schönen Nachmittag. Und jetzt machen wir musikalisch noch ein wenig was, legen wir noch ein wenig was drauf. Danke.